Ich musste hinterm Haus noch den Rasen mähen. Also habe ich Ryan zum Detekten geschickt. Da unten habe ich vor ein paar Tagen gute Nuggets gefunden. Das ließ sich Ryan nicht zweimal sagen. Matt hat die oberste Erdschicht bereits abgetragen. Da unten ist schon eine Stelle abgegraben und der Creek auch, aber es sind noch 10 cm Erde über dem Stein. Da sind noch Nuggets drin. Und genau die soll Ryan jetzt mit dem Detektor finden. Gold. Keine 5 Minuten und schon das erste Nugget. Da gibt's noch mehr. Noch eins. Und schon das zweite. Beide ganz nah beieinander. Hier gibt's noch mehr. Hier war das zweite, da das dritte und das erste habe ich da gefunden. Eine richtig gute Ecke hier. Nicht schlecht für den Nachmittag. Und noch eins. Der Creek ist eine Goldgrube. Perfekte Stelle für Nuggets. Darauf ein Bier. Was gefunden? Ein paar schöne kleine Nuggets. Nicht schlecht. Die Erde über dem Creek habe ich ja mit Greg schon abgetragen und zur Waschanlage gebracht. Die wasche ich jetzt. Da sind noch viele schöne scharfkantige Nuggets drin. Gute Nuggets. Der Dirt ist richtig gut. Wir waschen ihn in den nächsten Tagen. Wir gehen jetzt wieder dahin, wo Ryan gute Nuggets gefunden hat. Ich ziehe noch ein bisschen Erde ab und wir suchen weiter. Dann muss der Bagger aber rauf zur Waschanlage, damit wir endlich wieder die Trommel anwerfen können. Wir suchen Nuggets. Let's go. Ryan kriegt super auf die Reihe, im Busch und in der Stadt zu leben. Aber eigentlich ist er hier aufgewachsen und er liebt den Busch. Die Maschinen, die Wildnis, das ist sein Leben. Er hat schon alles erlebt, Blitze, Donner, Stürme und alle Tiere, die es hier gibt. Waren alles gute Erfahrungen für ihn. Mach deine Schuhe nicht nass. Raus da! Jetzt hast du den ganzen Tag nasse Schuhe. Der steht hier schon seit ein paar Monaten. Ich muss erst mal das Öl checken, bevor ich losfahre. Und das Hydrauliköl auch. Endlich wieder Bagger fahren. Man muss die Erde ganz langsam abziehen, immer tiefer. Irgendwann kommt die Kiesschicht, die auch noch. Bei der Lehmschicht ist dann Schluss. Da sind die Nuggets drin.
Schau mal, Rain. Mit dem Nugget kannst du dir eine Transformer-Figur kaufen. Der ist aber klein. Die bringt $40. Das reicht für einen Transformer. Wir zahlen den Transformer gleich mit dem Gold, nicht mit dem Geld. Nein, im Laden nehmen die nur Dollar. Rain wird immer größer und schlauer. Wenn er so weitermacht, ist er bald schlauer als ich. Was ist es? Nimm ihn. Nimm ihn in den Mund. Behalt ihn. Wie sieht deine Hose aus? Wir suchen weiter. Was machst du da? Ich spiele nur. Du bist total schmutzig. Ich hab keine Gummistiefel. Du brauchst welche. Alles schmutzig, alles nass. Ist doch gar nicht nass. Woher kommt dann der ganze Schlamm? Keine Ahnung, ist aber alles trocken. Gar nichts nass. Der Schlamm ist halt schon getrocknet. Eben, ist nicht nass. Ich hab schon 100 Fotos von ihm. Jetzt wissen wir, dass hier ein Haufen Gold liegt. Ich fahre jetzt den Bagger zurück ins Camp. Die beiden nehmen den Toyota. Ich komme nochmal mit dem Detektor hier runter. Aber vorher lassen wir erstmal die Trommel laufen. Ich schau dann, was drin ist. Klar. Wir haben ein paar Nuggets gefunden. Jetzt geht's mit dem 30-Tonner zur Waschanlage. Der Bagger ist da, wo ich ihn brauche. Jetzt kann die Trommel laufen.